Turnschuhe sind alles andere als Mainstream. Sie sind fernab von jedem Trend, kreativ und auffallend, manchmal einfach Skulpturen. Das Berliner Designerlabel wurde 1994 vom Maßschuhmacher Michael Oehler und der Designerin Angela Spieth gegründet. Warum der Name Trippen? Trippen heißt die Marke deshalb, weil die ersten Schuhe, die designt wurden, aus Holz waren. Und früher haben die reichen Leute sich unter ihre feinen Schuhe sogenannte Holzstelzen machen lassen, damit sie nicht im Dreck laufen mussten. Und diese Stelzen nannte man Trippen. Und da die ersten Schuhe aus Holz waren, heißt die Firma Trippen. Die Schuhe werden in Deutschland und in Italien von Hand gefertigt und deshalb kann man sagen, jeder Schuh ist ein Unikat. Es sind nicht nur die Schnittformen, die besonderen Sohlen oder die auffallenden Farben, die Trippen Schuhe unverkennbar machen. Es ist zu großem Teil auch das Leder oder die Veredelung der Leder. Mit Wachs überzogenes Leder, von Hand bemaltes Büffelleder, mit Folie laminiertes Rindsleder, Elchleder, Kalbsleder, der Sorten gibt es viele. Trippenschuhe. Ein Genuss für die Augen, ein Wohlgefühl für die Füße, Kunst am Schuh. Trippen bei Schuhsein.